Hallo an alle. Heute wollte ich euch mal ein ganz einfaches Opferritual zeigen. Ich bin hier gerade im Wald, es ist Mitte Oktober und wir haben mediterrane Zustände, also es ist super warm. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein ganz einfaches Ritual durchgeführt wird. Das ist wie eine kleine Andacht. Zunächst einmal, was braucht man dafür alles? Also ich habe immer dabei einen Kelch. Hier seht ihr, der ist auf einem Pentakel drauf. So, ein Räucherwerk eurer Wahl. Eine Opferschale. Das hier, das ist meine kleine Freier. Das war wohl mal irgendwas wie so ein hölzerner Engel oder sowas aus Olivenholz. Ich habe daraus meine Freier gemacht mit ihren Falkenflügeln. Hier ist wie so ein Gesicht mit langen Haaren. Und ich habe hier eine Olivenholzschale. Die habe ich eben zur Opferschale umfunktioniert. Die Figur des Göttlichen sitzt praktisch da drinnen, weil eben die Opferung dann über diese Figur geschüttet wird als Opfergabe. Und dann wird die Schale hier im Wald ausgeleert. Ich habe hier als Hain praktisch einen größtenteils aus Pinien bestehenden Hain gewählt, weil das eben mein Lieblingsbaum ist und ich assoziiere ihn auch mit Freier. Deswegen bin ich hier praktisch direkt an so einem Baum. Hier ist noch ein anderer Baum dazwischen, ist aber auch einer der wenigen. So, und hier ist mein Altar auf diesem Stumpf. Und ich habe hier noch ein Mjölnir, also einen Tosshammer mitgebracht, den ich auch selbst gestaltet habe, einfach weil der für mich irgendwie dazugehört. Der repräsentiert für mich eine gewisse Energie. Da ist auch so ein Donnerstein dran, ein Stein mit einem natürlichen Loch aus, von der Ostsee, glaube ich. Ich habe den mal geschenkt bekommen von einem Freund. So, ich ziehe dann auch immer Runen für das entsprechende Ritual. Das sind jetzt die hier, Urus, Evas und Otala. Und ich entzünde das Räucherwerk. Ich weihe diesen Raum im Namen der großen Götter. Ich weihe in dir, Freier. Ich weihe dir diesen Ort. Ich weihe in dir als Tempel. So sei es. Ich weihe dieses Wasser, Ursprung des Lebens. Ich weihe es in deinem Namen, Freier. Ich weihe es und segne es. Ich opfere es dir, grundgütige Göttin, Göttin des Himmels und der Erde, Göttin der Fruchtbarkeit. Ich opfere es dir. Als Dank, dass du mich schützt. Als Dank für deine Gaben. So sei es. Nimm mein Opfer an. So sei es. So, das war jetzt ein einfaches Opferritual für Freier. Praktisch eine Andacht. Ihr könnt natürlich auch Saft opfern oder irgendeine Speise oder auch einfach nur Weihrauch, wenn ihr gar nichts anderes habt und wenn ihr es noch einfacher machen wollt. Ich nehme sehr gerne diese Opferschale mit einer Repräsentation der Göttin. Ihr müsst keine haben, ihr könnt auch nur eine Opferschale nehmen. Ihr könnt es auch einfach nur auf den Boden kippen, wenn ihr im Wald seid. Das, was ich jetzt gerade geopfert habe, das werde ich zu den Wurzeln des Baumes dann entleeren. Und das war's dann auch schon. Das ist eine Andacht, die dauert höchstens 5 Minuten. Die kann man auch zu Hause am heimischen Altar machen. Die müsst ihr nicht hier draußen machen, aber man sollte ja immer jede Möglichkeit nutzen, draußen in der Natur zu agieren.
Das ist auch jetzt nicht unbedingt ein traditionelles Ritual, das ist bestimmt so ähnlich vollführt worden, aber ich inspiriere mich nur an den altertümlichen Sachen, an den antiken Überlieferungen. Ich führe meine Rituale so aus, wie sie für mich richtig erscheinen, wie sie sich für mich gut anfühlen. Und ich sage auch nicht, dass es jetzt authentisch ist, dass es jetzt so althergebracht ist oder irgendwas, sondern es sind meine persönlichen Rituale und genauso solltet ihr eure persönlichen entwickeln, weil der Kontakt mit den Gottheiten ja vollkommen individuell ist. Und jeder fühlt sich irgendwie anders wohl und geborgen und jeder sollte individuell Rituale ausführen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag mit viel Sonnenschein.